Wir fliegen 365 Tage im Jahr, immer von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Unsere Haupteinsätze sind generell Notarztzubringereinsätze, internistische Einsätze, chirurgische Einsätze. Es gibt immer Einsätze, die einem hinterherlaufen. Man wird nachbestellt zu schweren Unfällen, man wird nachbestellt, weil die Kollegen vor Ort einfach Hilfe brauchen. Auch wenn wir nur so ein winzig kleines Rädchen da waren, wo alles einfach funktioniert, vom Ersthelfer bis zum Krankenhaus, alles, das freut einen. Man sieht viel mehr als in der Bodenrettung an Schwerstverletzten, an Schwersterkranken. Ich werde es nie sagen können, ich habe schon alles gesehen. Wenn ich in dem Moment, wo ich das sage und zum nächsten Einsatz fahre, würde es dann sagen, dass ich dann zu mir sage, das hast du ja noch nie gesehen. Ansonsten sind die Einsätze in Erinnerung geblieben, wo wir einfach wirklich gut helfen konnten. Wo man das Gefühl hat, das macht ja jetzt Sinn, dass wir hier vor Ort waren und wir konnten eine Ressource, sei es als Team, sei es instrumentell oder sei es ausstattungstechnisch, stellen, die die Kollegen am Boden so nicht gehabt haben. Es gibt kein schöneres Erfolgserlebnis, wenn man am Ende des Tages sagen kann, heute haben wir richtig was bewirkt. Wir haben Menschen helfen können und das ist natürlich eine wunderschöne Aufgabe. In dem Moment, wo man mit diesem Hubschrauber irgendwo zur Landung geht, und das kann man nicht geräuschlos und unauffällig, steht man im wahrsten Sinne des Wortes in der Öffentlichkeit und damit auch in der Verantwortung. Da schlägt schon Wertschätzung gegenüber. Und das ist ja auch etwas, wo wir schon auch Wert drauf legen, Öffentlichkeitsarbeit, dann vielleicht doch nochmal die 5 Minuten an der Einsatzstelle, wenn der Patient schon versorgt ist, mit einem anderen Rettungsmittel unterwegs ist, ins Krankenhaus doch nochmal Aufklärung zu betreiben. Christoph Trier, guten Morgen, QNH 2002. Christoph Trier, Fusri Dijk on course, wind 250 degrees, 1-2 knots.